Heute geht ein lang gehegter Wunsch für die Grafschafter Volksbank in Erfüllung. Ein Meilenstein in unserer Geschichte. Aber dazu muss man vielleicht die Geschichte auch ein bisschen kennen. Wir sind ja zuletzt aus drei Fusionen von erfolgreichen lokalen Regionalbanken entstanden und haben uns dann vor etwa 10 Jahren eine ganz neue Strategie gegeben, das Privatkundengeschäft. Und die hiesige Wirtschaft, der Mittelstand, beides haben wir in den Mittelpunkt gerückt. Und dann ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte losgegangen. Das hat der Kunde, unser Mitglied, also außerordentlich gut honoriert. Und wir sind in den letzten 10 Jahren ganz stark gewachsen. Und das hat uns letztendlich auch zum führenden Kreditinstitut hier in der Grafschaft Bentheim gemacht. Wir sind doppelt so groß geworden wie vor 10 Jahren. Räumlich konnten wir aber da nicht mithalten. Erst der Ankauf von 4 Immobilien hier in der Nachbarschaft hat sozusagen den Weg freigemacht. Heute wollen wir mit dieser Baumaßnahme ganz neue Akzente setzen. Die genossenschaftliche Beratung auf Augenhöhe ist uns dabei ganz wichtig. Professionelle Prozesse wollen wir hier einführen, um auch die Qualität nochmal abzusichern. Wir haben einen zukunftsweisenden Medieneinsatz hier im Kundengeschäft installiert. Modernes, kreatives Arbeiten soll hier möglich sein, miteinander, und innovative Arbeitsmöglichkeiten wollen wir hier für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen. In, wie wir finden, ganz, ganz tollen Räumlichkeiten. Insgesamt ganz viele Mehrwerte für unsere Mitglieder, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Öffentlichkeit. Heute wird das alles ganz deutlich sichtbar. Das, was wir hier geschaffen haben, wird eine ganz besondere Strahlkraft auf unserem Unternehmen und auf unser Umfeld haben. Es sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Grafschaft Bentheim. Eine gute Investition für uns alle.